Rund 1000 Menschen dürfen dieses Hotel auf Teneriffa vorläufig nicht verlassen. Zuvor war ein italienischer Gast positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die Polizei hat das Gebäude umstellt, Angestellte und Urlauber werden auf Symptome untersucht. Man sagte uns, es gebe einen Patienten mit einer möglichen Infektion und dass man Tests vornehmen werde, so diese Angestellte. Haben Sie Angst? Nein. Der italienische Urlauber ist selbst Arzt und kommt aus der Lombardei. Die Region verzeichnet in Italien die meisten Erkrankungen. Er hatte einige Tage in der Stadt Adeje im Süden der Insel verbracht. In einem Krankenhaus hat er sich am Montag einem Test unterzogen. Nun befinde er sich auf einer Isolierstation, so eine Sprecherin der Regierung in Madrid. Im Moment müssen die Gäste im Hotel bleiben, bis das Ergebnis eines weiteren Tests vorliegt. Je nach Ergebnis werden dann Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Unterdessen hat es auch einen Fall in Katalonien gegeben. Es ist die vierte bekannte Erkrankung in Spanien. Neben dem Italiener auf Teneriffa hatte sich auch ein mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassener Deutscher infiziert, außerdem ein Brite auf der Insel Mallorca. Alle haben sich nach Angaben der Behörden außerhalb Spaniens angesteckt.